war vorher der grüne Schleim, den wir jetzt besiegt haben. Oh, hier ist der Special Boss. Da ist der blaue Stein. Da ist er. Danach habe ich gesucht. Wirf mich da auf die Plattform. Danke, und damit muss ich jetzt den Special Boss machen. Ich absolut nicht mag. Ja, cool. Hat den heiligen Stein wieder, aber warum Prinzessin Uto? Gott sei Dank, endlich. Der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder. Und ich kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Okay. Nein! Muss doch wehtun. Was ist das denn? Ein Oktopus! Blab. Ganondorf hat echt Ahnung, wie man sowas macht. Special Boss. Was heißt Special? Das ist der zweite Boss. Ganz einfach zu killen. Wir müssen einfach nur... Übrigens dreht sich das Ding damit in die gegengesetzte Richtung. Einfach den Boomerang an seinen Arsch werfen, wo ich früher wirklich den ganzen Tag für gebraucht habe, weil er echt schwer ist, der Scheißvieh. Und vor allem schnell. Da seht ihr ihn, wenn wir eher inlaufen, sind wir halt schneller, aber das Ding trifft uns dann auch. Deshalb ist das nicht so schlau. Autsch. Wenn uns trifft, dreht er sich einmal um und... Fuck, das war nicht so schlau. Also wenn wir mit dem Boomerang anfraggen, dreht er sich einmal und... Wir haben eine Chance, dass er mit seinem Arsch zu uns guckt. Fuck. Bisschen Abstand halten, falls er zu uns läuft. Ne, bitte nicht. Jetzt ist er zu weit weg. Ne, ich gehe lieber in seine Richtung, dann werden wir den Boomerang voll in die Fresse. Boots! Messer zücken. Kann entzücken. Ne, Boomerang brauchen wir noch. Wenn er mit dem Arsch zu uns guckt, dann können wir betäuben. Und dann... Ab. Und dann können wir mit einem Zweierhieb ihn Damage reindrücken. Jetzt, gib ihn. Ach, fuck. Wir sind immer schneller als der Flappen, deshalb kriegen wir den schon wieder. Scheiß auf Damage. Autsch. Wir kriegen ihn aber nicht, wenn ich anvisiere. Deshalb müssen wir so laufen. Oh, scheiß drauf, jetzt ist eh zu spät. Autsch. Das hat mir gar kein Damage gemacht, glaube ich. Ist er schon down? Yes! Das ging schnell. Der war früher schlimmer. Alles war früher schlimmer. Vor allem bei Zelda. Oh nein, es darf nicht der Endboss kommen. Ach, sieht nicht so gut aus. Einmal eine Fee. Nein, Nüsse. Nuts. Ich habe ja nicht Nüsse bekommen. Down und down. Baby. Keine Fee gespawnt. Nüsse. Ach, scheiß drauf. Und Endbossy? Nee, noch nicht ganz. Blöder Penner. Blöder Penner. Endbossy kommt aber schon gleich. Jetzt müssen wir noch eine große Kletterpassage machen. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Oder nicht jetzt direkt, aber auf jeden Fall noch gleich. Jetzt sind wir schon wieder am Anfang, oder was? Allerdings ist jetzt hier eine Tür. Na, wir können ja gucken, wo der Endboss ist. Und zwar... rechts, hier ist der Endboss. Sag mir nicht, dass wir die nur mit Ruhe hoffen. Ach ja, da sind ja Kisten. Fuck. Schnauze, ich weiß, was ich zu tun habe. Wirf und stirb. Diese Kiste kommt jetzt mit. Und damit machen wir den blauen Schalter platt. Ich mag Döner am Spieß. Bunk. Kiste, Bunk und rein. Wobei ich nicht verstehen kann, wie die Kiste so viel wiegt wie ich. Aber ist mir auch latte. So, das meine ich mit Kletterpassage. Der Boss ist da oben, hier. Wieso ist das aus Stein? Naja, scheiß auf Logik. So, ganz einfach hochklettern. Ich höre Skarabäen nicht, sondern... wie heißen denn die Scheißviecher gleich? Ah, gee. Machen wir erstmal alle down. Kann eigentlich nicht schaden. Kann ja auch ein Fee spawnen und Herzen, genau. Nimm den mit, den Dreck. Gut. Hier gucke ich nochmal nach oben, genau. Nein, so doch nicht. Ja, spawn mal eben. Flieg mal durch den Dings durch. Das ist nur ein goldener Skulptur, wir können ja unbeherzigt hochgehen. Ich. Ein bisschen noch nach vorne. Denn vor uns ist eine Scheibe. Und die... lässt sich nun mal nicht durchdringen. Allerdings, wenn wir ganz einfach... ja, komm, du kannst dich ruhig ab... links in der Golden ist gut, oder? Ja, einfach an der Seite, Boomerang fliegt seitlich rum, darauf wollte ich hinaus, fertig. Hier ist der Endboss, also... Ruhe. Der ist gar nicht so einfach, wie er aussieht. Auch wenn er verdammt eklig aussieht. Der Super-Tumor schlechthin. Und elektrische Quallen. Und der Ultra-Tumor. Absolut widerlich. Elektroterische Biotentakel-Bari-Dingsbums. Ganz einfach zu Köln im Endeffekt. Einfach alle seine Dinger abschnüren. Dann